Peer-Mediatoren sind Ansprechpartner für Kinder aus der Unterstufe. Die können, wenn sie Schwierigkeiten mit Freunden oder generell in der Schule haben, zu einem kommen. Und gemeinsam versucht man dann, ihre Probleme zu lösen. Dabei ist es ganz wichtig, dass man ihnen dabei hilft, die Probleme zu lösen, aber nicht das Problem für sie löst. Die Aufgabe eines Peer-Mediators ist es, jüngere Schüler in ihrem Schulalltag zu begleiten und sie bei ihren Problemen zu unterstützen. Bei der Peer-Mediation geht es um das Aufarbeiten von Konflikten in ersten und zweiten Klassen und darum, dass man Streitparteien hilft, zusammen eine Lösung zu finden, die für sie beide in Ordnung ist. Unser Ziel ist es, eine möglichst friedliche Atmosphäre in der Klasse zu schaffen und die Klassengemeinschaft zu stärken. Ich bin als Peer-Mediatorin tätig, weil ich davon überzeugt bin, dass Schule ein Platz des Lernens, aber auch vor allem des Zusammentreffens ist. Ich bin gerne Peer-Mediatorin, weil ich es einfach genieße, dass man ein Kind ein Stück weit auf seinem Schulleben begleiten kann und es auch schön ist, einfach zu sehen, dass man ihnen helfen kann. Aber die Peer-Mediation bringt auch echt einige Vorteile fürs eigene Leben, weil man einfach richtig clevere Kniffe zur Konfliktlösung kennenlernt. Ich bin als Peer-Mediatorin tätig, weil ich mir denke, es ist sicher irrsinnig wichtig ist im Berufsleben, dass man weiß, wie gehe ich einen Konflikt an, was kann ich bei einem Konflikt tun. Mein persönlicher Aha-Moment war, als ich meine erste Mediation durchgeführt habe und ich gemerkt habe, dass beide Konfliktparteien bzw. im Nachhinein dann wieder Freunde aus dem Raum gegangen sind und erleichtert waren bzw. glücklich waren, dass der Konflikt, der zwischen ihnen ist, nun behoben ist. Und das war für mich persönlich ein sehr einschneidender Moment. Wenn du ein offener Mensch bist, der es genießt, andere Menschen kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen, dann bist du in der Peer-Mediation echt genau richtig, weil es einfach auch so ein super Ausgleich zum normalen Schulalltag ist und man wirklich Sachen dazulernt. Zwei Eigenschaften, die die zukünftigen Peers auf jeden Fall mitnehmen sollten, sind Geduld und auf jeden Fall auch Motivation. Die Fähigkeiten, die du als Peer benötigst, sind vor allem Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft. Keine Sorge, man lernt alles, was man für die Ausbildung braucht, in der unverbindlichen Übung Peer-Mediation mit den tollen Coaches, die wir haben. Wir freuen uns schon sehr auf unsere zukünftigen Peers. Tschüss!